Und ihr könntet eigentlich eine Patrouille hier ein bisschen fahren. Das ist ein bisschen blöd eher gerade. So. Können wir uns das leisten? Ja, müsste sich ausgehen alles. Dann hier bestellen wir wieder ein paar Kunstwerke. Und haben wir schon? Nein, immer noch bei 9. Also, trotzdem, dass wir jetzt 2 fertige Kolonien haben, hat sich das noch gar nicht erhöht. Österreich. Ja. Ist mit Österreich auch Schottland? Ja, dann nehmen wir das mal an. Wir haben trotzdem noch Krieg mit Frankreich, also immer noch genügend Probleme. Okay. So. Gehen wir hier mal weiter erforschen noch. Solange der Entdecker Perodakov... Egal. Solange der noch lebt. Und das Inka-Reich ist wirklich ein relativ mächtiges. So. 300 Einwohner haben sie derzeit dort. Dann senden wir gleich noch einen. Jetzt mal nur vom Rechnen her. Der Unterhalt kostet pro Monat 0,8 für eine Kolonie. Und einen Kolonisten zu senden kostet 11. Das heißt, und 65 wächst die Kolonie pro Jahr. Das heißt, dass sie 100 wächst, dauert es 1,5 Jahre, gut gesagt. Also 18 Monate. Sprich, wir müssen 18 mal diese 0,8 zahlen. Okay, jetzt im Kopf, 18 mal 0,8 ist 14. Irgend sowas in der Art. Also glaube ich sogar mehr als das. Das heißt, es zahlt sich aus, Kolonisten immer wieder zu senden, bevor man einfach wartet, bis die Kolonie groß wird. Gut. Falls ich mich jetzt nicht verrechnet habe, was sehr wahrscheinlich ist. The Weeping Song. Gain one infamy. Das nehmen wir mal. Haben wir etwa Kriegsermüdung? Stoppen wir vielleicht mal die Vortexes. 100 Dukaten. Sehr schön. Und das ist eine Goldprovinz, noch schöner. 464 weiterhin senden. So, die Provinz, da gehen wir auch noch kurz hin. Wir wollen natürlich keinen Narrow-Winded. Sehr schön. Der Krieg ist auch vorüber. Sehr schön, sehr schön. Läuft ja alles ganz gut. Dann gehen wir hier vielleicht... Können wir damit die eine Seeprovinz aufdecken? Das wäre ganz schön. Ja. Gehen wir mal die Küste entlang nach unten. Gegen Tripoli. Welche meiner Verbündeten ist mit Tripoli im Krieg? Polen, okay. Brauche ein bisschen stärkere Verbündete vielleicht insgesamt. Oder? Naja, eigentlich geht es in Europa ja ganz gut. Wir sind in keine Kriege verwickelt, die uns wirklich beschäftigen müssen. Also, worüber sollte man sich beschweren? Gut, dann gehen wir hier noch kurz runter, nur damit wir diese Seeprovinzen hier noch entdecken. Damit wir rund um Südamerika ziemlich herumfahren können eben. Protestantismus breitet sich aus, da habe ich eigentlich kein Problem damit. Es wird nicht so das hochreligiöse Spiel, vor allem da wir sowieso kaum Missionare haben und auch keine wirklich bekommen können, weil wir zu innovativ sind, was mir sehr gut gefällt. Ja. Dann bitte noch hier kurz entdecken.
Und hier im Süden kann man anscheinend alles kolonialisieren, nur hier im Norden gibt es diesen großen unkolonialisierbaren Fleck. Maximilian der Erste, der sagt mir aus dem Geschichteunterricht, glaube ich, noch irgendwas. Möglicherweise. Oder auch nicht. Sehr schön, Südamerika ist aufgedeckt. Dann schicken wir unsere Armee mal nach Hause. Und senden hier weitere Kolonisten. Die Flotte nützt sich eh nicht ab von dem ständigen hier herumfahren. Nein. Die Armee kommt auch langsam wieder hoch. So. Gut, Polen will, dass wir ihnen helfen gegen... Nein, wollen wir nicht. Also der Krieg ist ungewinnbar. Gegen das alles, da würden wir auf jeden Fall sterben. Ja, also Polen ist verloren. Wenn wir jetzt den Deutschen Orden spielen würden, wäre das vielleicht unsere Möglichkeit gewesen, unabhängig zu werden. Aber wir spielen nicht den Deutschen Orden, wir spielen natürlich Portugal und deswegen sehen wir zurück nach Südamerika. So, einen noch. Und dann haben wir die dritte Provinz hier besiedelt. Ja, wir sind bei... Ja, es ist eine große Stadt jetzt schon. Hat es gar nicht gemeldet. Okay, bauen wir mal das vor. Wir könnten auch schon eine Armory bauen. Plus 1% Manpower. Und einen Constable. Plus 5% Produktion. Gut, bauen wir mal aber das vor zuerst. Und beginnen wir mit dem Besiedeln einer weiteren Provinz. Dazu eignet sich 75, 75, 77. Ja, gehen wir nach Bahia als nächstes. Oder mal nach Ceará. Ja, nehmen wir mal Ceará. Erstmal hier dieses Eck so besiedeln, mehr oder weniger. Polen will wieder unser Verbündeter sein, warum nicht? Das, was davon übrig ist. So, wie sieht es denn jetzt mit dem Einkommen aus? Ja, ist ja schon ganz nett. Okay, das ist nicht so nett, aber naja. Gut, und so wird es jetzt wohl eine Weile dahin gehen, dass wir hier friedlich Provinz nach Provinz besiedeln. Aber, ja, also in einem, ich nenne es jetzt mal normalen Let's Play, würde ich das vielleicht überspringen. Allerdings gibt es hier gerade nicht allzu viel, was wir sonst in nächster Zeit tun werden. Von dem her, das zu überspringen würde wohl heißen, dass ich es ewig nicht mehr aufnehme. Also überspringe ich es mal lieber nicht, sondern nehme es trotz allem auf. So, okay. Okay. Madeira. Das schaffen wir. Here's. Brauchen wir Papsteinfluss? Haben wir irgendeinen Papsteinfluss? Nein. Dann glaube ich, können wir das gleich aufgeben und nehmen das hier. So. Wir haben 0,1 Inflation, okay, das reicht, das ist nicht genug, als dass es sich auszahlen würde, einen Inflationsreduktionstypen zu kaufen. Und Madeira wird belagert, dann sollten wir unsere Flotte nach Portugal überstellen, um dann damit Madeira zu befreien. Das
ganze Let's Play wird wohl allgemein recht viel mit Piraten auch zu tun haben und gegen Piraten kämpfen. So. Geht blitzschnell. Und schon haben wir es wieder befreit. Eigentlich soll die Flotte ja trotzdem wieder hier.